Hey Leute, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich habe das Foto schon unten in den Briefkasten gepackt, das für Gary, bin kurz raus und wieder rein in die Wohnung und jetzt müsste es eigentlich weg sein. Also es war weg, als ich eben reingesehen habe zumindest. Ja. Willst du Fleischformen lernen? Von Gary. Wie geht's, Boss? Bei mir alles beim Alten. Hab ein Überwachungsfoto von einer Kui Jin. Was? Habe daraus ein schmutziges Bildchen gemacht. Eigentlich respektlos, aber naja. Es gehört dir für einen Song auf Kassette, den Imalia gemacht hat, bevor ich sie gebissen habe. Ich habe die Kinder gern unter Kontrolle. Die Badeanzugserie im Jogshot-Magazin vom letzten Jahr. Sie wurde dann aus zwei harten und spitzen Gründen aus dem Handel genommen. Okay, also ich... Das Tape habe ich nämlich auch noch dabei. Entschuldigung, ich habe nämlich ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mal die ganzen Bücher rausgenommen. Alles aussortiert. Ja, ich mache das jetzt ganz schnell mit der Quest. Ich fahre halt schnell runter. Werde das in den Briefkasten werfen, gehe die Tür raus, wieder rein und dann müsste es weg sein. So habe ich das eben gemacht. Das hat gut funktioniert. Also sind die scheinbar sehr, sehr schnell hier. Mit dem Fledermaus-Express wird's abgeholt. Da guckt, das ist schon wieder weg. Aber gut, dass ich so aufmerksam war und alles mitgenommen habe. Sonst müsste ich jetzt wahrscheinlich ewig danach suchen, weil wer kann ahnen, dass so ein Ding in einem alten Theater liegt? Ich meine, gut, es ist ein Kino, ne? Aber es ist ja mehr so eine, weiß ich nicht, das war ja beim Gargoyle, wenn ihr euch recht erinnert, ne? Tut er natürlich. Ach ja, immer dieses Aufzuggefahre. Warum kann ich nicht aus dem Fenster als Fledermaus und weg? Husch, husch in die Nacht. So, warte mal, sind die Sachen jetzt eigentlich hier bei mir irgendwo? Oh, guck mal. Ach, das war's. Das Poster habe ich jetzt. Geh mal weg, bitte. Guck mal, das hat er mir zukommen lassen. Ist ja nett. Was war's noch? Ein Foto von Vivi? Oder was? Habe ich das jetzt hin? Ach da, guck mal. Eieieiei. Nee, das war das von der Kui Jin. Und da ist Vivi. Ha. Haben wir jetzt alles schon in unserem Apartment, ne? So, Raketenwerfer zu verkaufen. Wow. Von Gary. Boss, ich habe da noch ein Poster, das bei mir nur Staub ansetzt. Eine von den Anarchen hat vor ihrem Kuss ein künstlerisches Foto von sich machen lassen. Falls du Interesse hast, gehört es dir. Zum Spottpreis von einem Holzspielzeug und einer Requisite aus dem Film, das Glitzern, ist vielleicht ein... Was ist vielleicht bei Metalhead Industries zu finden? Du hast schon mit Mitnick geredet, oder? Steck sie in den Briefkasten, wie immer. Cool. Ja, Metalhead Industries, da war ich zwar schon, aber... Ja. Holzspielzeug. Meint er den Vlog? Warte mal. Den Vlog. Ach, den habe ich verkauft, glaube ich. Nee, der meint nicht den Vlog, oder? Den habe ich, glaube ich, beim Händler in Downtown. Oder bei Santa Monica. Ach, keine Ahnung. Ach nee, Metalhead Industries war ja in Hollywood. Stimmt, das war gar nicht in Downtown. Das war ja dieses andere. Hinter dem Club. Na gut, jetzt kommen halt die ganzen Nebenquests, Mensch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt ist vorbei mit der Flut und jetzt auf einmal kommen immer mehr und immer mehr. Ach, mir fällt übrigens noch was ein. Ich werde mal ganz kurz hier ins Confession gehen. Ich kann ja wieder Geld kassieren von der lieben Bardame. Der busigen Bertha. Obwohl eigentlich die ganze Zeit dieselbe Nacht ist, aber es vergeht ja auch Zeit im Spiel, so ist es ja nicht. Das ist die Dark City hier. Komm, bisschen... Wow, ich hänge. Bisschen schneller das Drehkreuz, bitte. Ich glaube, sie ist halt wieder in ihrem Büro, ne? Nee. Ach, da ist sie doch. Money, right? Been a while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. Oh, danke.
875, jetzt habe ich wieder Kohle. Seht ihr mal, gut, dass ich mich daran erinnert habe. So schnell kann es gehen. Und ich habe mir vor ein, zwei Parts noch Sorgen gemacht, dass ich überhaupt kein Geld mehr habe. Na gut, ich habe auch sehr viel für Munition ausgegeben. Warte mal, ich gehe gleich hier. Ich glaube, das ist das Schnellste ins Nocturne Theater. Ich darf keinen töten, hat mit Nick gesagt. Naja. Und da muss ich noch in die Bibliothek für Beckett. Für die Beckett. Für die Birgit. Für Mama Birgit in die Bibliothek. Hm. So. Wo ist denn die Karte? Ist das die Karte? Ja. Ich bin hier. Okay. Hab, glaube ich, schon. Ich sehe eine Ratti. Norm. Geil. Einfach so zum Auslutschen für unterwegs. Nein, dich brauche ich nicht. So, Access Point B. Wop. Ich meine, ich war letztes Mal auch schon im Nocturne Theater, aber da war nichts los. Wahrscheinlich sind jetzt auf einmal wieder Feinde oder Leute, die da patrouillieren, ne? Kann ich mir schon denken. Wird spaßig. Le Corps, le Levent. Levent, Levent. Levent, Levent. Oh ja. Nein. Natürlich sind jetzt Wachleute da. Und die sind so laut, die Schritte gerade. Die werden doch nicht hier oben auch noch sein, oder? Ich weiß ja, dass Sprinten echt tödlich ist, weil das ist scheinbar sehr, sehr laut. Wenn ich nur kurz aus der Hocke aufstehe. Daher lasse ich's mal. So, dass die Kamera und unten müsste irgendwo der Rechner stehen, ne? Die ollen Nachtwächter hier. Als hätte so eine Webcam hier so eine krasse Qualität, dass man da unten alles sehen kann. Zumindest damals hatten sie es nicht. Ich weiß, ich kann hier runterfallen wie ein Stein. Aber bloß nicht. Kurz aufstehen und eine Sekunde lang etwas mit erhöhter Geschwindigkeit hier langlaufen. Wow. Ich meine, es gibt Fallschaden, aber ich werde bestimmt... Oh, da ist eine Leiter. Na dann. Wollte schon sagen, ich werde bestimmt nicht sterben, aber ist halt so. Hallo, ich hasse Leitern in den Spielen. Hey. Komm da raus, du Sau. Ich glaube, hier ist der PC gewesen, ne? Ah, sieht gut aus. Oder auch nicht. Das ist auch gar nicht auffällig. Ihn stört es nicht, dass die Tür einfach mal aufgeht. Finde ich super. So, wo ist denn die Kamera? Da ist die Kamera, beziehungsweise der PC. So. Kamera. Netscan. Was? Net. Scan. Ja, okay, dann war es erst Net Security. Passwort habe ich ja. Auf Holz klopfen. Habe ich mir natürlich gemerkt, ne? Keine Verbindung verfügbar. Net. Scan. Hä? Ach, Netcam. Oh Gott, ich bin so blöd. Warum schreibe ich denn Scan? Erkannt. Net Security. Was? Hab ich mich schon wieder vertippt? Net. C.
Security. Danke. Schrecknet. Du bist ja ein richtiger James Bond. Check mal wieder deine Mails. Ich melde mich mit Nick. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Danke. Danke. So. Downtown Hub aktiviert. Da ist noch ein PC. Der ist aus. Schade. Lass mich raten, ich muss jetzt genau wieder da raus, wo ich reingekommen bin, ne? Ja, weil die Tür ist zu. Aber auch nicht schlimm, ich kann ja jetzt gleich in die Bibliothek. Durch die Kanalisation. Und bup, 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 bup. Guck mal, wie schnell die Leiter hochgeht. Brrrt. Ja, also Schleichen war am Anfang echt ein bisschen happig, als ich noch nicht die Punkte dazu hatte. Aber mittlerweile ist es halt echt easy peasy. Das läuft. Vorsicht. Seid schnell. Hoppala. Kannst du den Deckel wieder draufziehen? Brauchen wir nicht. So, dann wohl geht's zur Bibliothek. Ich glaube, ich hab's noch im Kopf, aber ich schau lieber nochmal. Das war nämlich der B. Und ich muss, glaube ich, da zu G. Nein. Bibliothek ist die 10. Library. Hä? Wo soll da ein Eingang sein? Gary bietet das Poster von Damsel gegen ein Holzspielzeug, das über Metallic Industries. Ja, ja. Bertram. Hier, yeah, Beckett hat sie darum gebeten, in der Bibliothek von L.A. nach dem Rechten zu sehen. Nee, da gibt's keinen Zugang. Da gibt's keinen Zugang zur Bibliothek. Da kann ich nur G und E, theoretisch. Hoppala. Ich verstehe das nicht, Gary. Was... Beckett. Beckett. Wow. Die Geräusche haben wir eben gar nicht gefallen. Man muss es ja quasi in versteckten. Oder? Geht's den versteckten Eingang? Ach, guck mal da. Tatsächlich. Den kann man wahrscheinlich gar nicht öffnen, wenn man die Quest nicht hat. Sowas aber auch. Nee, dann war ich doch noch nicht in der Bibliothek. Oha. Im Museum war ich ja schon für Pisha und den Prinzen. Bam, 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 bam. Diese Spannungsmusik hier immer, ne? Oh! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte nichts kaputt machen. Wahrscheinlich habe ich den Aufzug jetzt aktiviert, ne? Oh. Vakuumröhren. Was machen die denn Schönes? Dies ist eine Schachtel mit ein paar alten Vakuumröhren drinnen. Nee, dann... Ach, eine Birne. Hä? Sie haben den Fahrstuhl in den oberen Hauptbereich der Bibliothek repariert. Ach, die Vakuumröhren sind Glühbirnen also, ja? Habe ich kapiert, ja. Natürlich, es ist, muss ja ein Vakuum sein. Und ein Glühdraht. Vakuum und Glühdraht. So funktioniert das. Und ich hoffe nicht, dass hier Wachleute da sind, weil ich will nicht schon wieder schleichen. Ihr habt ja gesehen, wie toll das funktioniert. Ich kann tanzen, komm mal. Kannst du mal Ground Floor? Ich muss ein bisschen tanzen üben. Ich muss ja später noch abhotten gehen und das sieht so kacke aus, wenn ich das mache. Oh. Ja, komm bitte nicht. Ah, oh, natürlich sind hier Wachen. Natürlich. Ein ganzer Arsch voll werde ich mit euch.
Ich meine, nachts macht es ja auch sehr viel Sinn. Weil wer will nicht unbedingt in eine Bibliothek einbrechen? Seid ihr, ihr Strolche? Schweine, ihr? Wo kommt hier so eine Art Westernmusik? Ling, ling, mit so einer Country-Gitarre. War sowas schön hier. Oh! Schon sagen, der kommt gerade auf mich zu. Gibt ja auch sehr viele Bilder. Bilderbücher meine ich. Bilderbücher vielleicht auch. Kasse? Geht nicht. Der kommt bestimmt gleich zurück. Der Arsch. Oh, was haben wir hier? Lee, ich habe in der Galerie einen Talisman gefunden. Sollen wir das Museum für Naturgeschichte darüber informieren? Und irgendwie hat das Passwort zum Lager in Erwacht geändert. Was zum... Erwacht. Hoppala. Das merke ich mir. Ich merke mir das, Freunde, ja? Erwacht. Na, ich sehe nicht. Ich traue mich gerade nicht aufzustehen oder zu springen. Wer da langläuft, so stark sich. Die Musik ist geil hier, ne? Oh nein. Okay. Na, der weiß auch nicht, was er will. Hey! Schwingtüren des Todes. Ist das ein Waschbecken? Sieht aus wie Kunst. Karteikarten. Die wahren Schätze. Cool, hier war ich noch nie, glaube ich, im Spiel. Also ich wüsste es absolut nicht, dass ich hier jemals drin war im Spiel. Ich glaube, wir können es ganz kurz mal erlauben, ein bisschen hier rumzuwetzen. Hier scheint keiner zu sein. Ich glaube, Türen sind hier alle schalldicht im Spiel. Ja, nu. Die leuchten so komisch, die Bücher, guck mal. Ja, na dann. Ist gar nichts. Nicht mal ein zurückgelassener Ring oder sowas. Ein Buch, natürlich. Ah, dieser Ausweis ermöglicht Ihnen den Zugang zu den Computern der Bibliothek von L.A. Das ist ja schön. Das war kein Buch. So, kann ich denn hier irgendwo? Nö. Aber ich find's cool eigentlich. Also Bibliotheken sind recht nett. Also so als für Spiele, meine ich. Okay. Ein Ort des Wissens. Oh. Würde jetzt nicht in meine Richtung abbiegen. Geh mal geradeaus, weil ich wette, da vorne muss ich eh nicht hin. Lü-tü-lü-tü-tü. Ich meine, ich könnte auch ein ganz böser Junge sein und hier alles abmetzeln, aber das ist ja auch so ein bisschen... Es macht's zu einfach. Ling, 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 ling. Ling, 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 ling. Und hier gibt's keine Kameras. Finde ich ein bisschen seltsam. Die Bilder irgendwie... Naja, das ist Kunst übrigens. Ja, kann ich auch. Ah, hier was, oder? Ja. Oh, das Bild hier sieht irgendwie... böse aus. Das sieht aus wie ein Vampir. Was zur Hölle? Wer malt denn solche? Boah. Das ist gruselig. Das ist echt nicht schön. Nee, zum Glück sind hier echt nicht so viele Wachen. Das wäre... Oh. Okkultes Extra. Ist das für Pisha oder ist das für mich? Was? Information. This section managed by Mumbly Joe. Der nuddelnde Joe?
Warum nudelt der denn? Oh, sieht irgendwie verdächtig aus, diese Platte. Mal gucken. Ausweis. Ja, ich weiß, Tagebuch ist erwachen. Erwache. Erwacht. Entsperren. Jau. Ist das nicht der Schalter? Kann ich da irgendwas machen? Der Schalter ist entsperrt, aber... Das sieht original aus wie ein Schalter, Leute. Nochmal, hoppala. Ausweis. Oh ne, doch nicht sperren. Hm. Das sieht so verdächtig aus, diese Platte hier. Will ich draufschieben? Oh oh. Ja, das war nicht klug. Mumbly Joe, ist das vielleicht irgendeine Anspielung? Irgendein Witz? Ja komm, ist nichts passiert. Das war nur, weil ich mit der Waffe kurz zugehauen. Ja, seht ihr. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Oh, ich wollte gerade sagen, wo ist er denn hin? Lü. Ist kein Lager. Oh. Ich dachte, das wäre eine Toilette, aber... Irgendwas anderes. Natürlich kann ich hier nicht rein. Ah. Nee. Der ist ja nicht gerade sehr gründlich. Was ist denn hier das bescheuerte Lager, Mensch? Das vielleicht? Ich habe jetzt eher gedacht, das ist so die Ausgangstür. Warte mal, das okkulte Extra, wo haben wir es denn? Das hier. Talisman Borte. Mit diesem schamanistischen Talisman spüren Sie Ihren Geist sich schnell wie ein Adler bewegen. Plus 1 auf Geistesschärfe. Ja, warum nicht? Habe ich denn Geistesschärfe? Es ist doch ein Hauptattribut, oder nicht? Ja, hier, da haben wir es ja. Verteidigung und Hacken. Sehr gut. Kostenlos. Und ich habe 22 Erfahrung. Aber Mitnick hat ja versprochen, dass er mir was beibringen will. Vielleicht ist es ja sogar Hacken. Warte was mal ab. Ja, auch nicht. Ach man. Bitte nicht nach links. Hört jemand wie eine Kamera, dieses... So, das waren auch nur Attrappen, diese Türen. Wow. Ich glaube, es ist scheißegal, ob die mich sehen oder nicht. Es kommt nur auf den Mindestabstand und die Lautstärke an. Das Lager könnte ja noch hier unten sein. Da habe ich noch keinen Einblick gehabt. Wow. Und springen macht anscheinend auch keinen Mucks. Ne, da ist auch nix. Hä? Na toll, das Lager, wo ist es denn? Das war doch bestimmt in dem Raum, in dem ich war. Und der Schalter, das muss diese Bodenplatte gewesen. Ich weiß es halt echt nicht. Oh. Ach
komm, ich lade das jetzt nochmal. Ich weiß ja auch gar nicht, ne? So, hier. Machen wir mal. Ach. Ja, natürlich. Das ist dasselbe Muster wie das Teil auf dem Boden. Und ich wette, da ist jetzt was... Ah. Okay. Ich hätte nicht damit gerechnet, aber gut. Oh, komm schon. Oh, da ist ja Blut. Schön. Ist das etwa der Nein, das ist hier Sarkophag, oder? Hier unten. Ich glaube nicht, dass Beckett uns deswegen hierher geschickt hat. Der würde so einem Frischling nicht den Sarg anvertrauen hier unten. Alleine, oder? Aber er weiß, dass wir hier drauf gehen. Oh, wow. Hier war ich wirklich noch nie. Das ist alles neu. Das ist ein Malkavianer. Knights has brought us together once again. I see you've begun to embrace the beast within you. I smell the sweetest blood of my brethren upon your very hands. But enough with the pleasantries. Witness the power of my flesh transformed into the vessel of your destruction. Farewell. Oha. Ich kenne dich. Du warst auf dem Schrottplatz in Santa Monica. Zeit zu sterben, Sabbatmonster. Oh, wow. Oh, was? Der fängt dann auf mich zu ballern, wie blöde. Und ich habe nicht viel... Oh Gott, der hat mich jetzt so runtergeschossen. Oh
Oh oh, wo ist er denn? Krass. Oh! Wo ist die Sau? Au, au! Oh Gott, der hat mich fast gekillt. Was bist denn du für einer? Sie haben das Sabbatritual vereitelt und zudem das mutmaßliche Opfer gerettet. Ja, Sie haben den Downtown Hub des Nosferatu-Netzwerks erfolgreich aktiviert und Gary bietet ein Poster für Damsel oder von Damsel gegen das Holzspielzeug. Was zur Hölle? Das war das von Beckett? Okay, wie gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Aber cool. Coole Quest. Gut, Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Das war's. Wir sehen uns wieder zu Vampire the Masquerade. Ja, bis dann.